Hört man mich? Ja. Jetzt sollte das klappen. Ich hoffe, Sie hören mich. Mein Name ist Cedric Miele. Ich bin selber in der Geschäftsleitung von Momentum Partner. Bin Teamleiter des Teams Öffentliches Recht und Baurecht und befasse mich dort oft mit Thematiken des Beschaffungsrechts. Meine Mitrednerin Chantal Lutz ist ebenfalls Anwältin in der Geschäftsleitung von Domenico & Partner und Teamleiterin des IT-Teams und deshalb Spezialistin für die ganzen IT-Fragen. Somit das Tandem, damit wir beide etwas Sinnvolles erzählen können. Also hoffen wir zumindest. Kommen wir zur Thematik Unabhängigkeit bei ICT-Beschaffungen, ein wertvolles Gut. Die Problematik möchte ich auch als Jurist gerne einmal in Zahlen aufzeigen. Wir haben verifizierte Zahlen des Bundesamts für Statistik aus dem Jahr 2020, welche für sich selber sprechen und eigentlich nicht mehr kommentiert werden müssen. Von 1.321 Vergaben, die den WTO-Schwellenwert überschritten haben, wurden im Jahr 2020 sage und schreibe 610 Vergaben überschwellig freihändig vergeben. In Prozentzahlen gesprochen sind das 46,1%, also fast die Hälfte. Wenn man das in Zahlen anschaut, sind das 3,92 Milliarden von 8,11 Milliarden. Hier muss man sich fragen, hat das BÖP mit Artikel 21 wirklich einen Ausnahmetatbestand geschaffen oder ist es eigentlich die ganz normale Praxis, dass überschwellig freihändig vergeben wird? Kommen wir zur rechtlichen Grundlage. Artikel 21 Absatz 2 BÖP, der eigentlich regelt, wann überschwellig freihändig vergeben werden darf, außerhalb der Regelungen in den Anhängen betreffend Sicherheitsfragen. Wenn man das anschaut, hat man eigentlich Artikel, die darauf hinzielen, dass kein Markt besteht. Also es gibt keine Angebote oder es gibt eine Marktabrede oder Patente verunmöglichen eine sinnvolle Beschaffung oder man beschafft bei einer Warenbörse, also eigentlich schon auf einem Markt, der sich selber reguliert. Alle Artikel sprechen eigentlich davon, es besteht kein Markt. Ich frage mich, ob bei 46,1% der Beschaffungen wirklich kein Markt besteht. Ich gehe jetzt mal schwer davon aus, dem ist nicht so. Das möchte ich auch aufzeigen mit der nächsten Folie, nämlich den Problemfeldern. Das Jahr 2020, uns allen noch bekannt, im Februar kam Covid-19. Man denkt, wenn man diese Zahl hört, okay, es gab unglaublich viele Fälle von Dringlichkeit, deshalb ist diese Zahl so hoch. Dem ist aber leider nicht so. Auf Grundlage des Artikels für die Dringlichkeit wurden einzig und allein für 75 Millionen beschafft. Sicherheit, Schutz, Gesundheit sind 424 Millionen, also auch noch eine Zahl, die überschaubar ist, wenn man von den 8,11 Milliarden ausgeht. Nun gibt es zwei Positionen, die sehr auffallen, nämlich die Folgeaufträge mit 425 Millionen und die angeblichen technischen Besonderheiten mit 1,49 Milliarden. Also wenn man noch davon ausgeht, dass der große Rest fast alles auf Sicherheitsgüter der Armee oder geschützte Güter der Polizei zurückgeht, stellen die technischen Besonderheiten weit über ein Drittel dar. Nun die Frage, wie kann man diesem Problem Herr werden? Für das möchte ich kurz am Anfang noch ausholen. Was ist eigentlich Sinn und Zweck des öffentlichen Beschaffungsrechts? Das öffentliche Beschaffungsrecht hat eigentlich den Sinn, das wirtschaftlich vorteilhafteste Angebot für sich zu gewinnen. Kollusionen zu verhindern, Korruption zu verhindern und
am Ende des Tages auch den Markt spielen zu lassen. Das sind eigentlich die obersten Zwecke. Neu kommt auch noch das Thema Nachhaltigkeit dazu. Wenn man das anschaut, ist es meiner Meinung nach nicht sinnvoll, dass fast die Hälfte der Beschaffungen, die eigentlich vetorelevant sind, überschwellig freihändig vergeben werden, weil alle diese Zwecke mit dem nicht erreicht werden können. Kommen wir nun zum Thema Sachzwänge. Bei den Sachzwängen ist zu schauen, wenn man diesen Artikel überhaupt anruft und sagt, es liegen möglicherweise technische Besonderheiten vor, die eine Erweiterung, Ergänzung oder eine Erneuerung nicht ermöglichen im Sinne der technischen Lösung oder im Sinne der wirtschaftlichen Aspekte, ob der Grundauftrag überhaupt beschaffungskonform ausgeschrieben wurde. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann man sich gemäß Rechtsprechung in der Schweiz gar nicht auf diesen Artikel stützen. Und erstaunlicherweise gibt es sehr viele überschwellige Freihandvergaben, wo am Anfang gar nicht öffentlich ausgeschrieben wurde und dann wird sich darauf gestützt, man hat irgendwelche technische Besonderheiten. Dies ist aus rechtlicher Sicht eigentlich gar nicht zulässig. Das Problem ist auch, dass wenn man diese Sachzwänge hat, eigentlich eben den Markt nicht mehr spielen lässt. Das bedeutet, und da rede ich jetzt aus Sicht des Steuerzahlers, dass am Ende des Tages Leistungen des Staates beschafft werden, die auf längere Sicht teurer kommen. Und hier sind wir schon beim Punkt der Wirtschaftlichkeit. Wenn man Argumentationen anschaut, weshalb wirtschaftliche Kosten erhöht vorliegen sollen, ist es oft so, dass nur kurzfristig für die einzelne Beschaffung geschaut wird. Es ist aber so, dass wenn man Sachzwänge aufbricht, langfristig die Kosten oft tiefer sind. Das sollte bei einer Entscheidung, ob man diese technischen Besonderheiten anrufen will, auch berücksichtigt werden. Also man muss einen größeren Zeithorizont anschauen in dieser Thematik. Wo haben wir Warnsignale für Sachzwänge? Ich sage immer, wenn Wartung und Support, zum Beispiel einer Software, von Drittanbietern nicht mehr zu ähnlichen Preisen wie dem Zuschlagsempfänger angeboten werden können, in diesem Moment sollten die Warnglocken läuten, weil dies führt eigentlich dazu, dass man eigentlich schon sehen kann, man schließt den Markt aus. Es sind standardisierte, normale Arbeiten. Und wichtig ist auch, wenn man diesen Punkt anschaut, dass die hohen Kosten gemäß der Rechtsprechung in der Schweiz ziemlich hoch angesetzt sind. Ich sehe immer wieder Fälle oder diskutiere mit Personen auch aus der Verwaltung und so weiter und so fort, die sagen, ja, das kommt uns irgendwie 70% teurer. Wenn man die Rechtsprechung auch der unteren Gerichte in dieser Thematik ein bisschen analysiert, ist man eigentlich bei entscheidenden Faktoren wie mal 3, mal 4, mal 5 und nicht 200%, weil, wie das vorher schon Gesagte, oft den Sachzwang aufzubrechen günstiger kommt langfristig. Das ist auch die Überlegung, die man dort reinnehmen muss. Und jetzt habe ich noch eine Bitte, und die Bitte richtet sich eigentlich an die Beschaffungsstellen. Das ist nämlich so, dass das System ziemlich günstig ist aus juristischer Sicht für die Beschaffungsstellen. Sie müssen einzig und allein bei einer überschwelligen Freihandvergabe publizieren. Ja, wir haben technische Gründe geltend gemacht, ein, zwei Sätze schreiben. Der Drittanbieter, den das möglicherweise stört, der muss bei einer Beschwerde zuerst ein Editionsbegehren stellen. Der macht das mal ins Blaue hinaus. Er weiß ja gar nicht, ob er wirklich etwas anbieten kann und diese technischen Besonderheiten vorliegen. Deshalb ist es auch wirklich an den Beschaffungsstellen, das Beschaffungsrecht, das BÖP, zu verwirklichen, weil die Marktteilnehmer teilweise gar keine wirkliche Chance haben, mit Beschwerden dagegen vorzugehen, weil sie ein erhebliches wirtschaftliches Risiko haben, um nur zu sehen, ob sie möglicherweise mit der Beschwerde durchdringen können.
Und in diesem Zusammenhang auch der Aufruf und die Bitte, dass man möglicherweise, wenn man diesen Punkt anruft, ja sicher ist, man ist korrekt, man ruft ihn korrekt an, man hat technische Besonderheiten, dass man das auch zum Beispiel auf SIMAP bei der Verfügung, die man erlässt, weshalb man überschwellig, freihändig vergeben hat, dies exakter und genauer ausführt. Man sollte ja nichts zu verheimlichen haben. Folgedessen kann man das auch schreiben und kann es sich vom Markt auch überprüfen lassen. Dies alles im Sinne des Beschaffungsrechts. Kommen wir noch zum Thema des Schutzes des Eigentums, wo auch die technischen Besonderheiten reinspielen. Hier ist es so, dass wirklich, wenn man diesen Artikel anruft, nur ein Gut bestehen kann, das man beschaffen kann, aufgrund zum Beispiel Patentschutz, Urheberrecht und so weiter und so fort. Ich hatte mal eine Diskussion, die ist mir ziemlich eingefahren, mit einem Mediziner beim Thema Beschaffung von Medikamenten. Und er hat mir dort gesagt, ja, ist kein Problem, ich kann diesen Artikel, Absatz, Litera C, immer anrufen, weil ich kann sagen, ich will diesen Wirkstoff beim Krebsmedikament. Ich kann aber auch eine Beschaffung machen, wo ich sage, ich will ein Medikament beschaffen, das Krebs bekämpft. Dann hat man statt ein Medikament plötzlich 40 Medikamente. Das heißt, es ist an der Beschaffungsstelle auch die Beschaffung und der Beschaffungsgegenstand so zu definieren, dass Wettbewerb möglich ist, weil das Gesetz lässt zu, dass die Beschaffungsstelle den Beschaffungsgegenstand formuliert. Und sie ist frei in der Formulierung. Es gibt einen bekannten Gerichtsentscheid, wo eine Türe beschafft wurde, eine Sicherheitstüre mit 15 cm Dicke. Dort hat ein Anbieter gesagt, ja, ich kann die genau gleiche Sicherheit mit 2 cm dicken Türen zur Verfügung stellen, die viel günstiger sind. Es ist aber so, dass man das nicht angehen kann und nicht eine Beschwerde dagegen führen kann. Also man kann es schon, aber nicht erfolgreich. Aus dem Grund, weil der Beschaffungsgegenstand ganz klar mit 15 cm dicken Türen formuliert wurde. Das heißt, man schließt dort eigentlich den Markt aus. Und darum ist es an den Beschaffungsstellen, das Beschaffungsrecht auch zu verwirklichen. Und was mir in diesem Punkt auch noch wichtig ist, ist darauf hinzuweisen, auf die Vertragsredaktion. Erstens kann man den Vertrag als Eignungskriterium schon mal bestimmen. Das heißt, es bieten nur diese an, die diesen Vertrag auch einhalten wollen. Und beim Vertrag ist es oft möglich, den Schutz des Eigentums in gewissen Ausmaßen auszuhebeln. Zum Beispiel bei einer Software kann man sagen, dass man selber die Urheberrechte benutzen darf und zum Beispiel unter einer Geheimhaltung auch an einen Dritten weitergeben darf. Und dann haben wir auch das Zusammenspiel hier zwischen den Sachzwängen. So kann man Sachzwängen aus dem Wege gehen und es gibt sie viel weniger. Das Gleiche ist auch der Fall bei Patenten. Es ist so, dass Patente erweitert werden dürfen. Das heißt, die Grundlage für das Patent kann man sich zum Beispiel sichern und sagt, man gibt an einen Dritten dieses weiter. Der darf dies natürlich nicht verwenden wegen dem Patentschutz, aber er darf auf diesem aufbauen. Alles Möglichkeiten, vertraglich Sachzwänge auszuschließen. Ja. Ansatz, weil bei einem Eignungskriterium geht es darum, kann der Anbieter etwas oder nicht. Und einen Vertrag akzeptieren zu müssen, das kann jeder. Also ist es eine Teilnahmevoraussetzung und nicht, es qualifiziert nicht den Eigner, ob er die Leistung, den Anbieter, ob er die Leistung erbringen kann oder nicht. Ich finde schon, es zeigt doch, ob er über den Vertrag noch verhandeln will oder nicht. Es gibt ja ein Verhandlungsverbot. Grundsätzlich gesehen ist es so, wenn Sie den Zuschlag geben, nach dem Zuschlag sind Sie auf dem Boden des Zivilrechts. Also Sie können einen Vertrag ausgestalten nach Beschaffungsrecht, so wie Sie wollen.
möchte ich nicht die Antwort von Mark Steiner hören dazu. Aber ja, ich weiß, lasse ich Mark stehen. Stein und ich hatten schon viele Diskussionen in dem Thema. Es ist nicht so, dass wir das nicht schon diskutiert haben. Ich habe da ein bisschen eine andere Ansicht als er. Aber das Beschaffungsrecht sagt, ich glaube, Artikel 46 ist, wenn ich nicht ganz falsch bin, ich müsste es noch nachschauen, bin nicht ganz sicher, sagt, dass der Vertrag auf dem Boden des Zivilrechts ausgehandelt werden muss. Das heißt, die Beschaffung und der Zuschlag gibt eigentlich vor, in welchem Range ein Vertrag ausgehandelt werden kann. Aber alles, was vorher nicht definiert wurde, kann im Vertrag auch geändert werden. Das heißt, mit der Vertragsvorlage als Eignungskriterium hat man natürlich den Vorteil, dass man erstens eine Beschaffung ausschreibt, in der klar ist, was der Anbieter erbringen muss. Man hat gleich lange Stricke und ich glaube, und das wäre dann auch wieder die Worte von Mark Steiner, man hat das wirtschaftlich vorteilhafteste Angebot, weil alle wussten, für was sie anbieten. Deshalb bin ich ein sehr großer Befürworter dessen, dass man den Vertrag als Eignungskriterium erklärt. Rein juristisch, dogmatisch bin ich bei Ihnen. Bei den Eignungskriterien ist es ein bisschen unglücklich angesiedelt, aber es gibt meiner Meinung nach keine andere Lösung für Ja oder Nein, wenn man es irgendwo anders angliedern will. Das ist ein bisschen die Problematik. Ich wollte nur sagen, ich bin nicht der Meinung, dass man dann gleich lange Stricke hat, weil als Dienstleister ist man immer hinten dran. Selbst wenn der Vertrag völlig irrsinnig ist und dort Klauseln drin sind, die einem als Dienstleister die Hände binden, kann man einfach nur noch eins machen, friss oder stirb. Wenn ich also anbieten möchte, weil ich glaube, dass ich das gut kann, habe ich keine andere Wahl. Ich habe keine Möglichkeit, dort Anmerkungen zu machen. Wenn ich das mache, bin ich raus. Und damit habe ich wieder keinen offenen Markt. Das ist genau gegen das, was Sie vorhin gesagt haben. Sie möchten all Dienstleister an den Tisch holen. Und das machen Sie nicht. Sie schließen Leute aus. Ja, es ist immer so ein bisschen ein Dafür und Dawider, da haben Sie absolut recht. Am Ende des Tages sind wir wieder bei der Verhältnismäßigkeit. Zum einen geht es natürlich darum, Regelungen zu treffen, wie zum Beispiel die Sicherung von Urheberrechten und so weiter und so fort. Also Sie können mir glauben, das sage ich jetzt auch aus der Praxis, bei Vertragsverhandlungen, wenn Sie das nicht als Eignungskriterium im Vertrag erklärt haben, dann finden Sie keinen Anbieter, der Ihnen in diesem Zeitpunkt sagt, diese Klausel unterschreibe ich Ihnen. Dann muss man es teilweise auch diktieren. Es ist immer ein Dafür und dagegen. Es ist aber auch so, dass man meiner Meinung nach auch Varianten zulassen kann. Das heißt, man hat den Vertrag und man kann auch noch Varianten für den Vertrag zulassen. Dies ist ja beschaffungsrechtlich grundsätzlich möglich und wäre in diesem Zeitpunkt auch eine Lösung. Aber ja, wir können dieses Thema mit den Verträgen, ich weiß, brennt allen unter den Nägeln, es ist aber nicht Hauptsache unseres Vortrags, darum würde ich jetzt abschwenken, aber wir können die Diskussion gerne noch in der Pause weiterführen. Ich bin ein großer Verfechter einer Meinung, die gewisse Leute hier nicht teilen, aber das ist auch gut so, wir leben ja alle noch in einer Demokratie. Nein, in diesem Sinne habe ich mal aufgezeigt, was die Problematiken und die rechtlichen Lösungsmöglichkeiten des Beschaffungsrechts sind, betreffend überschwellige Freihandvergabe. Und in diesem Zeitpunkt möchte ich auch gerne meine Mitrednerin ins Boot holen, Chantal Lutz, die Ihnen eine weitere Lösungsoption aufzeigt, nämlich die Thematik Open Source, mit der man überschwellige Freihandvergaben auch verringern kann. Das Wort ist bei dir. Hallo? Ah, super. Also wenn Sie mich nicht mehr hören oder wenn ich zu unangenehm laut bin, dann hebt doch Urti die Hand. Da der Abstand ist manchmal ein bisschen schwierig. Ja, ich kann da noch kurz an die Diskussion anknüpfen, weil ich glaube, bei Open Source wird es so gemacht, dass die AGB vom Bund eben gerade nicht Eignungskriterium sind, sondern Zuschlagskriterium, damit man da gewisse Freiheiten hat. Im Zusammenhang mit dem geistigen Eigentum. Ja, ich durfte mich damit beschäftigen, inwiefern kann Open Source Software als Lösungsoption für die Verringerung von überschwelligen Freihandvergaben verwendet werden. Kurze Repetition, das habe ich auch aus der Botschaft vom neuen MBAG. Was ist Open Source? Das ist Software, die von jedermann Lizenz gebührenfrei benutzt, studiert, verändert, weiterentwickelt und weitergegeben werden darf. Ja, Open Source eben ist gratis. Was beschafft man denn da? Man beschafft
je nachdem die ursprüngliche, also die Eigenentwicklung, wenn man sich dafür entscheidet, I make this. Man beschafft Anpassungen, Weiterentwicklungen, die Beratung zum Einsatz der Software, die Integration, Schulungen für Mitarbeitende, den Betrieb, die Wartung oder den Support. Das sind alles Leistungen, die man beschaffen kann, wenn man sich für Open Source entscheidet. Was sind die generellen Vorteile von Open Source? Zunächst einmal fördert man die Kultur der Zusammenarbeit. Und wir mussten eben gerade an einem Praxisbeispiel sehen, dass das in der Verwaltung nicht überall der Fall ist. Und mit Open Source kann da die Kooperation auch zwischen Ämtern, Departementen gefördert werden. Man fördert die Interoperabilität von Systemen zwischen Behörden und Privaten, aber auch zwischen den verschiedenen Behördenebenen. Man fördert die Verbreitung gleicher Standards, zum Beispiel Security by Design, Entwicklung, Good Coding Practices. Und man kann auch etwas entwickeln, das dem Standard Privacy by Design, ein neuer Anspruch aus dem Datenschutzgesetz, entspricht. Man kann sich bei der Weiterentwicklung die Kosten teilen, oder je mehr Verwaltungsstellenträger diese Open Source Software nutzen, desto mehr Leute sind daran interessiert, dass sie weiterentwickelt werden. Man fördert die Lieferantenunabhängigkeit. Man kann auch gegen Fachkräftemangel vorbeugen. Ich habe mich da ein bisschen vorgestellt, wie das funktionieren könnte, indem das natürlich der Source Code öffentlich verfügbar ist, kann den grundsätzlich jedermann nachvollziehen und sich da entsprechend ausbilden, um diesen Code zu verbessern. Und Open Source entspricht auch der konsequenten Umsetzung von Open Government Data, indem man das weiterzieht zu Open Code. Genau, konkrete Argumente, um da bei Artikel 21 BÖP ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen, bei den technischen Besonderheiten und dem Schutz des geistigen Eigentums. Aufgrund der freien Verfügbarkeit des Quellcodes und der Dokumentation kann sich jeder das notwendige Wissen zu Software aneignen und diese verändern. Das Argument des geistigen Eigentums greift nur noch dort, wo noch keine vergleichbare Open-Source-Lösung auf dem Markt ist und eine eigene Entwicklung nicht in Frage kommt aus Kostengründen. Bei den Sachzwängen, auch das kann man entkräften, weil ja aus dem MBAG jetzt neu die Pflicht oder die Obliegenheit zum Tragen kommt, den Quellcode öffentlich verfügbar zu machen und auch indirekt in die Open-Source-Community zu investieren. Einen Gedanken möchte ich auch noch einwerfen, und zwar kann uns künstliche Intelligenz dabei helfen, Code künftig besser zu machen, den zu programmieren, auch wenn man vielleicht diese Programmiersprache nicht so gut mächtig ist, und kann zum Beispiel bei einem Code Review Sicherheitslücken aufzeigen. Was überlegt man sich in beschaffungsrechtlicher Hinsicht, Open Source oder proprietär? Man sollte sich wirklich fragen, wird die Abhängigkeit tatsächlich reduziert, wenn ich gewisse Open Source Beschaffungen mache? Also habe ich tatsächlich genügend Anbieter auf dem Markt, die diese Open-Source-Software zum Beispiel warten können? Oder ist das wieder so etwas Spezifisches, wo das nicht einfach möglich ist? Wobei auch da kann man künftig mit dem Argument der künstlichen Intelligenz ein bisschen entgegenwirken. Man muss sich auch fragen, was kommt dann noch als Rattenschwanz auf mich zu an versteckten Aufgaben, wenn ich mich für Open Source entscheide? Inwiefern muss ich in den Aufbau der Open Source Community investieren? Klar kann man ein gewisses Entgelt verlangen, aber vielleicht hat man ja schlicht und einfach die Manpower dafür
nicht. Und man muss sich auch überlegen, das kommt jetzt wieder in die Diskussion herein, Eignungs- oder Zuschlagskriterium, welche Open-Source-Lizenz möchte man vorgeben? Möchte man da Vorgaben machen? Wie stark soll das Copyleft ausgestaltet sein oder soll eben wieder eine proprietäre Weiterentwicklung durch die Privatwirtschaft ermöglicht werden? Vertragliche Maßnahmen. Vorher wurde gefragt, wo finde ich denn diese international anerkannten Lizenzen? Ich habe in den Folien einen Link zu der Open Source Initiative. Da kann man nach verschiedenen Lizenzen suchen. Man kann da auch filtern. Man kann zum Beispiel, wenn man sagt, ja, man möchte Open Source beschaffen oder warten oder ja, eben beschaffen, die schon eine starke Community hat, dann kann man da den Filter setzen und entsprechend werden einem da die Lizenzmodelle vorgeschlagen. Also es gibt Hilfsmittel dafür. Und man muss sich auch überlegen, was will man mit dieser Software bewirken? Möchte man etwas bereitstellen für Gemeinden, für kantonale Behörden, damit die das auch nutzen können? Da ist es wahrscheinlich dann von Vorteil, wenn man eine Lizenz mit starkem Copyleft-Effekt vertraglich vereinbart, als Zuschlagskriterium oder sogar als Eignungskriterium definiert. Weil es halt so ist, dass bei gewissen Open-Source-Modellen eine proprietäre Entwicklung wiederum möglich ist. Weitere vertragliche Maßnahmen, die man ergreifen sollte oder Gedanken, die man sich machen sollte, ist den Know-how-Transfer sicherzustellen. Also wenn man jetzt einem Anbieter den Zuschlag erteilt, dann sollte man sich den Know-how-Transfer zu den eigenen Leuten oder dann zu einem nachgelagerten Anbieter sicherstellen. Man soll die Service, man müsste an die Service-Kontinuität denken, auch da kann man eine Option ausschreiben, die man ziehen kann für die Übertragung des Services oder das Insourcing, die Unterstützung da oder die Übertragung, Migration zu einem neuen Wartungs- oder Betriebspartner. Und man könnte auch noch eine Option definieren für die Unterstützung durch den Zuschlagsempfänger für den Aufbau der Open-Source-Community. Genau, ich möchte hier noch ganz kurz, ich glaube, wir haben noch kurz Zeit, was sagen zu der künstlichen Intelligenz. Die habe ich vorher kurz angesprochen. Ich habe mich da während dem Vortrag von Herrn Kollege Schlauri kurz schlau gemacht. Es gibt auf GitHub den Copilot von OpenAI, den man zusammen mit GitHub lizenzieren kann. Die Kosten sind ein bisschen hoch, 19 Franken pro User pro Monat. Muss man sich überlegen, ob man das machen möchte. Aber auch hier hilft einem gerade die Open-Source-Plattform GitHub, um Abhängigkeiten zu reduzieren, weil dieser Copilot, der macht für einen Code-Reviews und hilft, gewisse Sicherheitslücken zu finden. Ja, die Takeaways. Ich schließe hier den Kreis, wie kann man über schwellige Freihandvergaben verhindern oder reduzieren. Das Argument der technischen Besonderheiten oder des geistigen Eigentums schlägt fehl, insbesondere wenn man eben in Open Source beschafft mit einer starken Community oder starkem Copyleft-Effekt. Und man kann somit nachhaltige Freihänder verhindern, indem dass man mit Open-Source-Abhängigkeiten verhindert bei der Wartung und Weiterentwicklung. Damit habe ich geschlossen. Punktlandung. Herzlichen Dank. Noch wichtige Fragen? Eine? Also, dann gehen wir. Urs Bill, Bennett Bill, wir haben die Ehre, die Beschaffungsstellen zu unterstützen und wir kommen immer zur selben Quadratur des Kreises. Wenn wir davon ausgehen,
die erste Angst für einen Wechsel sind hohe Wechselkosten. Die sind überall, werden die sofort herangezogen. Dann geht es zum nächsten Schritt. Wo können wir Synergieeffekte nutzen? Pool, das Poolen von Ausschreibungen in der Bundesverwaltung, ORG-FÖB. Das geht dann weiter. Das Verzerren des Bildes durch bereits getätigte Vorinvestitionen im Zusammenhang mit anderen Projekten. Die haben dann das Problem, oder die führen dann zum Problem der Vergleichbarkeit. Man hat am Schluss, es ist enorm schwierig, Open-Source-Lösungen zu übrigen Lösungen in einen direkten Vergleich zu stellen. Und das gibt immer wieder dieselben Problemfelder. Man kann es über Rechtsprechung versuchen zu lösen. Diese Quadratur des Kreises bleibt. Und ich hoffe jedes Jahr, ich finde Antworten zu all diesen Fragen und sie sind so allgegenwärtig, dass sie offenbar nicht beantwortet werden können, wie so vieles in der Lehre. Aber vielen Dank für die Ausführungen. Herzlichen Dank für den Vortrag, Cédric Chantal.